vorsichtige Frage, wer arbeitet schon wirklich mal nur oder so? Naja, sehr verhalten. Aber grundsätzlich werdet ihr theoretisch ja mit Medien ja alles machen können. Ist ja immer die erste Antwort, was man mit eurem Studium machen kann. Grundsätzlich erstmal alles. Das heißt, ihr habt doch sicherlich irgendwann alles Mögliche an Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und ich bereite euch quasi schon mal auf das Schlimmste vor. Und zwar mit folgendem Text. Und er heißt Kerstin. Letztens saß ich auf der Arbeit und habe, naja, versucht, möglichst beschäftigt zu gucken. Doch durchkreuzte eine Sache meinen Plan der bezahlten außerkörperlichen Erfahrung, meine Mitarbeiterin Kerstin. Kerstin ist 53 Jahre alt, lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Katzen in einer kleinen Wohnsiedlung. Die zwei Kinder sind bereits vor einigen Jahren ausgezogen. Außerdem hat sie eine Vorliebe für dekorative Gegenstände in Form von Elefanten und versucht sich ab und zu kreativ an kleineren Töpfereien, die sie dann an Freunde und Familie verschenkt. Und das war's! Jetzt könnte man annehmen, dass Kerstin ja erstmal nicht sonderlich gefährlich klingt, aber da würde man falsch annehmen, denn Kerstins sind in ihrer penetranten Langweiligkeit nicht zu übertreffen und wirken sich erheblich negativ auf meinen Blutdruck aus. Als ich sie kennenlernte und noch nichts Böses ahnte, sollte ich ihr erklären, was Poetry Slam ist. Das ist an sich erstmal kein Problem. Ich kenne das von meiner Oma, sie nennt es Poetry Slam, versteht nicht ganz, warum mir dabei so viele Menschen zuhören, ist aber glücklich, dass ich mir ein Hobby ausgesucht habe, in denen ich mich nicht mit allzu vielen Drogen zu tun habe. Doch als Kerstin als allererste Reaktion auf meine Leidenschaft, für die ich mit Leib und Seele brenne, antwortete, ach, wie diese süße Julia Engelmann. Da ging mir das rhetorische Klappmesser in der Tasche auf. Seitdem kann ich nach jeder unheimlich spannenden Geschichte von ihren Katzen oder ihrem BWL-Sohn oder ihren scheiß Terrakotta-Elefanten fest mit folgendem Nebensatz rechnen. Aber nicht, dass ich noch in einem deiner Texte vorkomme. Ja, Kerstin, nicht, dass du noch Dreh- und Angelpunkt meiner Welt wirst. Ich werde ja regelmäßig gefragt, wie kommst du auf Ideen, Paula? Und die Antwort ist, seitdem ich dich kenne, immer dieselbe. Also, ich hab da so eine Arbeitskollegin. Puh, das ist mal wirklich eine verrückte Nudel. Letztens kam sie zu mir und erzählte, sie hätte ihre Kaffeepadmaschine nach 4 noch einmal angestellt. Ich meine, ist die Frau zu fassen? Koffein nach 4 und das Wochentagsleben am Limit, das ist ihr Motto. Da fragt man sich doch, wovor schreckt diese Frau noch zurück? Und letztens, Kerstin, da warst du feiern mit deinen Mädels zur Oldies Night. Ihr geht zur Oldies Night und nennt euch untereinander noch eure Mädels. Und dann habt ihr ein Spaßbier getrunken. Und als euer Song Don't Stop Believing von Journey lief, habt ihr die Winkearme hochgerissen und mit dem Partyfinger aufeinander gezeigt, als ihr im Disco Fox so richtig eskaliert seid. Aber nicht, dass ich noch in einem deiner Texte vorkomme. Halt die Fresse, Kerstin. Dein Leben ist so scheiß langweilig, dass es mir physische Schmerzen bereitet. Und ja, jetzt kommst du in einem meiner Texte vor. Aber nur, weil ich schon über Verschwörungstheoretiker, Sexismus, die AfD und Ingwer, also über alles, was ich auf dieser Welt so abgrundtief hasse, geschrieben habe. Du bist das Wasser nicht wert, das du verdrängst, wenn du dir zu deiner Me-Time mal ein Bad mit billigen Badekugeln einlässt und versuchst, nicht zu sehr hin und her zu rutschen, damit die schwimmenden Kerzen in Rosenform von Teddy nicht ausgehen. Du und deine scheiß Me-Time, ein Wort, das du irgendwo bei Pinterest auf der Suche nach neuen flippigen Nippes in scheiß Elefantenform gefunden hast und dann für dich beschlossen hast, dass du unter diesem Deckmantel nun die gesamte Sinnlosigkeit deiner Existenz verstecken kannst. Deine Kinder sind erfolgreich verzogen und aus dem Haus. Dein Mann bleibt freiwillig länger auf der Arbeit und verschanzt sich danach in seiner Garage. Deine Katze ist nur bei dir, weil du ihr einmal am Tag eine Dose Royal Canin in den handgetöpferten Topf klatscht und würde dir sofort das Gesicht abfressen, sollte ein Mittagsschlaf von dir auch nur einmal 5 Minuten länger dauern als gewohnt. Du, Kerstin, bist die Inspiration für dich für den folgenden völlig zusammenhangslosen Dispart. Du, Kerstin, bist der Grund dafür, warum im Ausland behauptet wird, Deutsche hätten keinen Humor. Wäre dein Charakter ein Auto, wäre er ein Volvo. Nein, das stimmt nicht. Er wäre ein Fiat Multipla. Wärst du ein Kleidungsstück, wärst du ein Rollkragenpolunder. Super unnötig und irgendwie auch ein bisschen peinlich. Die spannendsten Ereignisse deines Lebens passen, wenn du wirklich, wirklich ausführlich berichten würdest auf ein Post-it. Du bist einer der Menschen, der das Radio lauter dreht, wenn die Horoskope durchgesagt werden.
Du bist so aufregend wie ein Steingarten vor einem Reihenhaus in Delmhorst und so gern gesehen wie der monatliche Brief der GEZ. Du bist so ungefähr so unterhaltsam wie die Radiocomedy und damit meine ich deutsche Radiocomedy. Angie fast allein zu Haus, Baumann und Klausen, wer will denn nicht morgens gern mal das Lenkrad bei 180 Sachen im rechten Winkel gegen die Leitplanke setzen? Einen Überraschungsbesuch von dir stelle ich mir ungefähr so erheiternd vor, als würde ich bei meiner Omi zu Hause voller Vorfreude eine Dose dänischer Kekse öffnen und drin wäre verdammtes Nähzeug. Du hast einen Charakter wie die Farbe beige. Du lässt dich nicht impfen, Kerstin. Lieber lasse ich mir alle Wurzeln einzeln und ohne Betäubung von meinem Onkel Wolfgang behandeln, als noch eine deiner weiteren Geschichten lauschen zu müssen. Der hat auf dem linken Auge grauen Star und kann deshalb schlecht sehen. Außerdem hat er ein bisschen Parkinson. Deine Existenz stimmt mich traurig, Kerstin. Ich würde eher Geld spenden, wenn sie zu Weihnachten dich in der Fernsehwerbung zeigen würden, anstatt afrikanischer Kinder mit Hungerbauch. Ich würde dafür spenden, dass wenn der Welthunger besiegt ist, diese Kinder nicht so ein tristes, monotones und handgetöpfertes Scheißleben führen müssen wie du, Kerstin. Danke, Kerstin, für das abschreckende Beispiel für unsere zukünftige Generation. Danke dafür, dass du die schwerwiegenden Auswirkungen von Massenkonformität, von Kadavergehorsam in einer patriarchalischen Welt besser aufzeigst, als Bilder von beatmeten Kindern und offenen Mundgeschwüren mich vom Rauchen abschrecken. Danke, Kerstin, danke für diesen Text und gern geschehen, dass ich deinem Leben mit diesem einen Funken Sinn verleihen durfte. Dankeschön. Paula! Goodness dirty!